Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und das letzte Mal haben wir schon angefangen mit der Stahlproduktion. Und die ist ein bisschen mehr ausgeartet, als ich gehofft hätte. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ausreichend Stahl. Die ganze Kohle ist schon da. Wir brauchen halt noch ziemlich viel Eisen. Ich habe jetzt mal schon eine reine Eisenquelle noch angeschlossen. Das schauen wir uns aber gleich an. Ich würde sagen, wir schalten jetzt als allererstes mal den Meilenstein frei. Nehme ich hier gleich die 5 Stacks Stahlbahn mit. Die Computer habe ich einstecken, das passt. Und dann gucken wir mal. Wichtig wäre natürlich, dass wir dann auch relativ schnell den Kohleheizer freischalten. Den haben wir halt immer noch nicht, weil ich eigentlich die Kohle nicht verheizen wollte. Aber da wir hier in der Wüste so unglaublich viel Kohle haben und wir eigentlich auch nicht alles brauchen, jetzt erstmal, verballern wir es. Gut. Also. Lass mich mal da rein. Zack, zack. Perfekt. So, wir schauen uns mal ganz kurz noch weiter. Also, Kohleenergie machen wir definitiv als nächstes. Das werden wir brauchen, aber. Die Hypertube könnten wir auch mal machen, dann ist sie weg. Dann sind wir mit der Stufe 4 fertig. Zug kommt dann, wenn wir die schweren modularen Rahmen irgendwann mal haben. Jetpack wäre eine coole Sache, aber hier haben wir es schon in war. Gut, erweiterte Sortierung, die brauchen wir auch schon in war. Wo bekomme ich. Ah, ne, das ist keine in war. Aber das ist in war. Wo bekomme ich denn in war her? Hier. Und dazu brauche ich Kobalt. Cool. Nickel und Katerium. Wo bekomme ich denn Kobalt her? Wir gucken mal ganz kurz nach. Und zwar bekomme ich das aus Crushed Kobalt. Okay, und wo bekomme ich das her? Noch gar nicht. Kann doch gar nicht sein. Also ich brauche hier das Kobalt, um die Inverplatten freizuschalten. Und das ist eigentlich mein Ziel, die Turbinen. MK3 Pipeline nicht so wichtig. Wo schalte ich das denn frei? Oder muss ich das tatsächlich forschen? Also hier wären nochmal Inventarplätze, aber da brauche ich ja auch schon die Inverplatten. Erweiterte Sortierung. Das hier vielleicht, hä? Dass das jetzt hier bloß nicht mit dabei steht. Schwefelsäure und das hier. Okay. Ja, hier schalten wir die Platten frei und die Barren und das geschmolzene Zeug. Okay, das ist okay. Aber ich brauche ja erstmal das hier. Wir gucken gleich mal nach. Und zwar Zeitmodul. Okay, das haben wir letztes Mal schon freigeschalten. Erzwäsche, was fehlt mir da? Kunststoff und Gummi. Haben wir tatsächlich hier. Ist zwar ein Stück weg, aber nicht so schlimm. Wir müssen eh in die Richtung hingehen. Also manchmal sind die Meilensteine ein bisschen verdreht. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich Kobalt herbekomme. In welcher Form auch immer. Finden wir gleich mal raus. Wir stellen uns gleich mal den Erzfäscher auf. Und dann gucken wir mal. Genau, da oben wird ja Kunststoff und Gummi eingelagert. Das passt. Ich habe übrigens meinen Unfall, den wir letztes Mal gebaut haben, hier mit den ganzen Kohlegeneratoren, nicht Generatoren, sondern mit den Kohleminern, habe ich jetzt ein bisschen schöner gemacht. Ja, es ist immer noch nicht perfekt, oder? Aber es schaut auf jeden Fall nicht mehr ganz so beschissen aus. Da gehen wir eh gleich hin. Also. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier, Erzwäscher. Bäm. So, was haben. Katerium brauchen wir? Das ist kein. Oder haben wir Katerium gebraucht? Auf jeden Fall ist es kein Problem, das können wir machen. Nickel? Kann ich auch nicht. Mir fehlt irgendwie fehlt mir was.
Und hier ist das Kobalt. Genau. Da kommt dreckiges Wasser raus. Oh, müssen wir mal gucken, was wir damit machen können. Quatsch-Kobalt, ich bekomme es nicht hin. Wir schauen mal ganz kurz in die MAM rein. So, hier haben wir nämlich, aber da geht es nicht mehr weiter. Da bekommen wir nochmal ein paar Alternativrezepte. Hier sind wir fertig. Natürlich, Umwelt kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Farming auch nicht, Quantenkristalle auch nicht. Ich hatte das ja schon mal gemacht. Übrigens, hier sind die MK2-Module für die Miner. Vielleicht geht es hier unten weiter. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Schwefel kann ich mir jetzt auch nicht unbedingt vorstellen. Interessant, interessant. Müssen wir mal schauen, wie man das jetzt freischaltet. Ich habe hier auch das hier mal weitergemacht ein bisschen. Also, wir brauchen definitiv für die restliche Reihe hier 480 Crushed Iron. Das ist eine Hausnummer. Das ist wirklich nicht wenig. Sollten wir aber hinbekommen. Irgendwie. Irgendwie. Müssen wir mal schauen. So, hier geht jetzt die ganze Kohle weiter. Und der Überschuss geht jetzt erstmal alles da rein. Das ist aktuell fast alles. Oder eigentlich ist es alles. So, Moment mal. Dann. Hier hinten steht ein... Nee, hier ist er. Ein Eisenminer. Den werden wir mal anzapfen. Den habe ich jetzt gestellt. Ich weiß nicht, wollt ihr das mal sehen, dass ich eine neue Quelle anschließe? Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht. Also, ihr seht auch, hier hinten ist die ganze Kohle, die wir letztes Mal geholt haben. Ich habe jetzt das Lagernetzwerkkabel schon mal mit hochgezogen. Und es schaut jetzt auch schon ein bisschen freundlicher aus, oder? Mit den roten Rahmen außenrum. Nicht mehr ganz so wild wie letztes Mal. Ich denke, das passt. Der Miner hier ist noch reserviert, damit machen wir Strom irgendwann. Und der da unten, den nehme ich gleich, apropos Strom, nehme ich gleich mal mit. Hoffentlich reicht der eine Miner für die Eisenproduktion aus. Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Ah, fällt gar nicht auf, oder? Ja, passt. So, Strom runterlegen und dann sollte das passen. Es ist eine reine Quelle. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir könnten auch mit Wasser arbeiten, aber ich will es auch nicht komplett übertreiben. Also hiermit. Ich muss noch ein Modul einbauen, hatte ich das Material nicht mehr. Und der Bohrkopf, MK2. Perfekt, wunderbar. So, ein, zweimal durchlaufen lassen. 165, also 330. Und wir brauchen wie viel? 420. So, wir schauen mal. 330 Erz haben wir jetzt hier. Wenn ich jetzt hier das Crusher-Modul hinsetze, habe ich keine Diamanten, aber ich drehe durch. Dann wird es aber weniger. Dann wird es aber weniger. Und damit könnte ich es dann wieder pushen. Also ich will jetzt hier aus dieser Quelle alles rausholen, was irgendwie nur möglich ist. Ohne, dass ich eine Milliarde Gebäude bauen muss. Ja, das geht wahrscheinlich nicht. So, hier bekomme ich aus 120 Quascht Stiratit 150 raus. Ich sehe schon wieder sehr viel Quascher heute bauen. Also, wir machen das Erz quasi 1 zu 1. Das heißt, wir haben insgesamt 330 Quascht Stiratide am Ende des Tages. Und mit 330 bekommen wir zwei Anlagen hin. Dann hätten wir 240 weg. Das wären dann mit 300. Und dann hätten wir noch 90 über, richtig? 90. Das heißt, wir müssen auf 75%.
Und dann wären wir bei knapp 400. Und das reicht. Eigentlich, wir brauchen ein bisschen mehr als 400, aber das reicht, weil wir haben ja noch einen Puffer von 57, irgendwas, das ja schon anliegt. Wir müssen bloß gucken, dass wir das irgendwie vernünftig verbunden bekommen, dass es da keinen Stau gibt. Das heißt, wir brauchen aber fast 300 Kubik Wasser. Das ist geil. So, egal. Wir werden jetzt ein bisschen mit dem Netz... Ja, ich überlege gerade. Ich habe natürlich nur das alles von vorne schön gemacht. Ja, von hinten schaut es raus wie Abfall. Ich überlege gerade. Das Wasser wäre nämlich gleich da hinten. Wenn ich jetzt mit dem Erz da rüber gehe, dann können wir das da schon mal sortieren. Crushen, sortieren. Und das sortierte Erz schicken wir dann hinter, übers Netzwerk. Was, sonst mache ich zu viel damit, habe ich so die Befürchtung. Muss es bloß vernünftig dahinter kommen. Dann machen wir auf der Plattform, wo wir jetzt hier stehen, muss schon wieder Gebäude bauen, die ich wieder nicht fertig bekomme. Kenn mich ja. So, nur mal leicht angedeutet alles. Ihr kennt das Spielchen. Dass ich hier so drüber komme. Wir testen es mal. Das passt. Wir machen jetzt hier noch die schmale Wand oben drauf. Wie schon gesagt, die Gebäude mache ich dann immer nachträglich fertig. Wenn der ganze Stahl irgendwann mal steht, machen wir fix Strom. Und zwar die kompakte Biomasse. Die muss noch weiter. Ja, so passt das. Da komme ich genau drüber. Dann machen wir da oben drauf die ganze Schredderei oder Crusherei, Sortiererei. Dann ist das Wasser auch nicht mehr allzu weit weg. So, du kommst mal her. Das machen wir auch nochmal anders. Ja, ich weiß, ich spam hier die Strommasten zurzeit durch die Gegend, aber... Das passt, das habe ich oben wenigstens Strom. So, dann hauen wir mal das Erz her. Das lassen wir direkt so. Ja, das passt. Ich hab's gewusst, dass ich eins zu hoch bin. Jetzt. Immer noch nicht. Was ist denn los heute? Und jetzt. Gut. Also das Erz ist schon mal da. Das heißt, wir haben 330 Erz. Wir könnten mit dem Wassermodul wahrscheinlich nochmal mehr rausholen. Aber brauchen wir jetzt eigentlich auch gar nicht mehr. Es geht halt die ganze Geschichte mit den Waschern wieder los. Das ist halt so ein bisschen nervig manchmal. Wir stellen das jetzt mal quer oder längs. Ah, ja. Also, 60, 120, 180, 240, 240, 300, 330. Mir fällt gerade ein, das ist ganz genau das gleiche, wie wir das mit dem Zinn, nee Quatsch, Zink und mit dem Blei gemacht haben. Das ist genau das gleiche. Leider. So, 50%. Passt. Und hier ist er schon eingestellt. Ganz genau. Dann bekommst du jetzt Strom. Ja, ich versuche, dass das heute halbwegs alles schon läuft. Am Ende des Tages müssen wir jetzt nur noch schauen, dass das Eisen kommt und dann ist die Stahlproduktion ein Kinderspiel. Ja, die Luft könnte noch ein bisschen ein Problem werden. Ja, und natürlich, dass hier ist, wie er die ganze Zeit Stieratide rauskommt, was kein Mensch braucht gerade. Dann gehen wir mal ein bisschen in die Richtung.
Wir machen es wie immer. Hier kommt das Gestein raus. Dann wird das fusioniert und eingelagert. Bam, dann ist es erstmal weg. Steller-Container und dann ist es weg. Hoffentlich kann ich einen bauen. So, wunderbar. Nebenbei werden ja, glaube ich, die MK5-Server oder Festplatten produziert. So, hier gehen wir gleich direkt runter. Das passt. Bitte, 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 bitte. Perfekt. Ja, man kann auch mal Glück haben. So. Nee, das schaut nicht gut aus. Jetzt. Wahrscheinlich genauso. Ja, es passt schon. Also, wir haben jetzt hier 20, 40, 60, 80, 100 Gestein plus 10 sind 110. Das wird lustig, das alles zusammenzukratzen wieder. Weil aktuell machen wir es ja so, dass wir einfach die Container überall stehen lassen. Ich bin froh, wenn ich umgezogen bin. Tatsächlich. So, 110. Das heißt, wir haben jetzt hier das ganze Erz. Und das fusionieren wir jetzt einfach, ja. Ich darf nichts vergessen, das ist mir das letzte Mal passiert. Dass ich immer das äußerste Förderband vergesse. Jetzt ist die Frage, hole ich das Wasser her? Wäre jetzt kein Hexenwerk. Oder ich gehe mit einem Förderband runter. Ich glaube, mit einem Förderband ist es besser. Ich muss sowieso eine Foundation runterlegen, weil A muss das Förderband runter oder B die Pipeline hoch. Ich habe eine grobe Idee. Ich habe bloß ein bisschen Angst, dass unten der Platz ein bisschen ausgeht. Was natürlich jetzt ein Highlight wäre, wenn ich genau hier auf der Höhe bin. Aber das bin ich nicht. Das, nee, 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 das sehe ich jetzt schon. Nee, nee, das passt nicht. Wir machen das mal weg. Den Baum verstecken wir da einfach. Oh, so können wir es lassen. Wir müssen natürlich noch Stützen unten drunter, das ist schon klar. Hier hinten wir auch nochmal Eisen. Und hier hinten, man sieht es gerade neben dem, ich weiß nicht, Kalkstein ist es, glaube ich. Sehen wir schon die Kohlequellen. Da hinten, wenn sie. Das ist Schatten. Da hinten. Die ich gemeint habe letztes Mal für die Stromproduktion. Da machen wir gar nicht lange rum. Einfach runter, Strom produzieren, ab, fertig. So. Hat schon viel Verkehr hier. Wie machen wir denn das jetzt? Ich habe halt hier auch kein Netzwerkkabel, das wäre da vorne. Beziehungsweise hier irgendwo. Okay, damit mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Wir schauen uns als allererstes mal, dass wir irgendwie das Wasser daher bekommen. Ich bin jetzt genau auf dem Meeresspiegel, oder? Ja. Kann da nicht draufstehen. Mist. So passt es aber. So, Autosave. Jetzt gucken wir, dass wir da irgendwie zu viel Wasser. Ah, das bekommen wir schon hin. Darf ich halt nicht anstellen wie so ein. Also wir machen mal hier. Das Problem ist halt, das wird aber übrigens geändert mit der Version 1.0. Dass die Wasserextraktoren, oh je, kann ich die bauen, ja. Bloß 60 Kubik machen.
Es wird wieder auf 120 hoch geändert. Finde ich auch besser so. Hier fehlen Kabel. Shit. Oh, das sind jetzt schon nicht gerade wenige Kabel. Aber die sind schnell gemacht, Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht, wie viel Wasser wir brauchen. 270, 280, irgendwie sowas. Das sollten wir vielleicht erst rausfinden, bevor wir jetzt die ganzen Anlagen hinstellen, aber die bleibt da mal stehen. Dann kommt das Erz hier an. Tatsächlich wird es wahrscheinlich echt besser ausschauen, wenn wir das Wasser hochschicken. Ja, wir schicken das Wasser hoch, komm. Die eine Pumpe da. Dann können wir das nämlich hier einfach weitermachen, schön sauber. Bevor ich jetzt da unten wieder eine Plattform anfange. Das bedeutet, wir brauchen Sortierer 3 Stück. Ich habe ja nach rechts den Platz, was soll der Geiz? So, 2, 3. Bam, bam, bam. Und hier müssen wir dann runtergehen auf... So, Moment mal. 330 haben wir. 120, 240. 240, dann bleiben 90 über. Genau, hat mir gesagt. 75%. So, das sind, genau, 75%, 75 Kubik Wasser. Das hätte ich mir auch so ausrechnen können, aber naja. So, der Input ist ja total egal. Machen wir trotzdem mal diese kleine Brücke, dann kann ich in der Mitte unten drunter durch mit der Wasserpipeline. Aber ich brauche Strom, ich merke das schon wieder. Halt, Splitter. Das wird jetzt wieder nicht passen, oder? Doch. Perfekt. Er war ja geplant. Ja. Kennt es ja von mir. Kennt es ja. Das heißt, 275 Kubik Wasser brauchen wir. Dann werden wir ein bisschen untertakten müssen. Je nach Platz. Jetzt gleich. Vielleicht sogar übertakten. Aber Platz sollten wir eigentlich genug haben. Und das Gute bei dem Rezept ist, es kommt halt nur Eisen raus. Kein Gestein, kein nichts. Das ist sehr gut. Ekelhaft ist natürlich das Wasser. Aber bietet sich an. So, wunderbar. Dann gehen wir erstmal. Ich habe hier keinen Strom. Das ist Wahnsinn, wie krass man sich da dran gewöhnt. An den Schwebedrucksack. So, jetzt sollte es wieder gehen. Müssen wir mal gucken, dass wir hier halbwegs vernünftig runtergehen. Aber ich finde das jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Tatsächlich. Nee. Ich muss ein bisschen aufpassen, wie die Pipeline von hier kommt. Wir machen das jetzt einfach mal so. Das schaut sogar richtig gut aus. Ich bin selbst fasziniert. Dann passt das natürlich wieder nicht, klar. Moment mal, ich schalte mal um. Vielleicht macht das sogar noch ein bisschen was Besseres. Das wäre natürlich ein Highlight. Kann man eigentlich... Ja, ist doch top. Besser geht's nicht.
Gut, also was haben wir gesagt? 275 Kubik. Das heißt, wir haben jetzt 120. Und es wird schon verdammt eng. Ihr seht das mit dem Platz 120. Komm, wir übertakten das, oder? Was soll's? Was soll's? Bevor ich da jetzt hier das richtig ekelhaft mache, dass es auch scheiße ausschaut. Nee, das schaut auch wild. Die Idee war gut, die Umsetzung war fehlerhaft. Wir gehen aber trotzdem dahinter. Zu dem Schnittpunkt, gehen da runter. Jetzt passt das. Ist das jetzt besser geworden? Ich weiß auch nicht. Halt, das wollte ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Es passt schon. So, also 240. Wir müssen noch mal ein bisschen. Das Problem ist, wir brauchen 35 Kubik mehr. Das wären jetzt zwei Energiefragmente. Und das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. Da müssen wir hier noch irgendwo einen fünften hinquetschen. Ich meine, es geht schon. Hinten dann. Aber dann bekomme ich wahrscheinlich das Problem mit der Pipeline, hä? Oh nein, es geht sogar noch. Es geht sogar noch. Gut. Jetzt haben wir allerdings 300, das heißt, den müssen wir runtertakten auf 35. Jetzt haben wir 275 Kubik, ganz genau. Bis gleich mal ein MK1, der 2. Pipeline, die MK1, Pipeline, Pumpe, reicht ganz leicht. Die MK1. Das heißt, es müsste jetzt oben Wasser ankommen. Ja, wenn wir das alles noch rot verkleiden, dann schaut das alles nicht mehr so beschissen aus. Wenn. Also irgendwann wird's gemacht. Gut. Jetzt haben wir natürlich eine kleine Herausforderung noch. Und zwar müssen wir das Eisen von A nach B bekommen. Es wäre jetzt nicht so weit. Das könnten wir auch mit dem Förderband machen. Will ich aber nicht. Ich muss aber hier, wichtig, bei dem Gebäude mit dem Rezept, wir müssen alle Ausgänge nutzen, also außer den mittleren. Zack, zack. Dann machen wir das mal fertig, dann hat das Wasser noch ein bisschen Zeit zu kommen. Ich schaue es mir, ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Ist ja wahnsinnig. Übrigens, Leute, wenn ihr das ganze Chaos hier feiert, dürft ihr gerne ein Abo da lassen. Wäre eine coole Sache, würde mich mega freuen. So, also das Netzwerk ist ja schon hier, das Netzwerkkabel. Wenn ich das Gebäude nicht bauen kann. Wir brauchen den Receiver. Jetzt schließe ich es erstmal im Netzwerk an. Was ist denn? Was ist denn, wenn ich jetzt noch irgendwo schon das Eisen benutze? Genau das, das Crushed Iron von A nach B teleportiere oder mit Netzwerk. Dann weiß ich ja auf der anderen Seite nicht, von wo er das nimmt. Ich kann logischerweise sagen, okay, er soll bloß 300 zum Beispiel rausnehmen.
Ja gut, aber dann gleichen die sich wieder aus. Kann das sein? Also ganz... Ja, müssen wir mal schauen. So, jetzt sind eh schon so viele Strommasten, dann... Das ist ja wirklich eine Strommastenparty hier. Was ist das eigentlich für eine blaue Linie? Ist das eine Bug? Ja. Gehe ich jetzt einfach von aus. Aber wir haben noch kein Crushed Iron drin, sehe ich gerade. Wir machen gleich mal hier ein bisschen alles ordentlich. Noch. Ja, das ist halt voll. Es ist voll deswegen. Doch hier haben wir es. Was ist das? Crushed Iron. Wir haben es schon drin. Wir haben es schon drin. Okay, wir sind jetzt hier grundsätzlich erstmal fertig. Das Wasser kommt, das passt. Wir schauen uns das gleich mal an. Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt das Eisen dahin geht, wo es nicht hingehen soll. Wir schauen mal, wo das andere ist. Wir haben es irgendwo. Da kommt natürlich jetzt so viel Eisen raus. Man kann das natürlich limitieren. Das geht. Ich will das mal ganz, wenn das jetzt hier irgendwo in der Nähe ist. Was ist eigentlich hier los? Warum kommt hier kein Zink mehr? Ach nö. So, wo hatten wir jetzt das Eisen? Das ist halt ganz wild. Da kann man nicht mehr hinterhergehen hier. Ne, Eisenbarren. Okay. 65, was ist das? Oh Gott. Oh nein, ich war. Nein. Mist. Ich sehe schon wieder ein Problem. Die ganze Lötproduktion hinkt hinterher. Weil 75%, 100%. Aber wieso? Ja, ich glaube, ich hab eine Befürchtung, tatsächlich. Ja. Müssen wir ganz kurz leider mal. Falsches Gebäude. 100%, also die Produktion hier läuft. Ja, ich habe eine Befürchtung. Wir müssen mal jetzt hinter zu den Schnecken, da wo unser Reisenetzwerk-Hauptlager ist. Weil, wenn das Netzwerk überlastet ist, komplett, dann kann das sein, dass das nicht immer wirklich funktioniert. Wir haben zum Beispiel hier bei diesem Gebäude eingestellt, dass wie viel kommen sollen. Maxim. Nee, wir haben auf der anderen Seite eingestellt, dass bloß 20 durchgehen. Jetzt ist aber das Netzwerk hier immer voll. Es kommt gar nichts mehr rein, weil irgendwas anderes jetzt reinrutscht. Das kann natürlich auch sein, dass wir solche Probleme haben mit dem Strom. Das heißt, wir erweitern das jetzt mal ein bisschen. Ich hoffe, dass jetzt die eine oder andere MK5-Festplatte, glaube ich, war alles, was wir produziert haben, dass sie schon fertig ist. Weil die pusht natürlich enorm. Man macht, glaube ich, eine Festplatte mehr, als wir insgesamt schon haben. Oder Server. Was, aber jetzt Moment mal. Hier ist das Zink. Nee, Quatsch, hier. Ja, genau. Und der kann nämlich nicht rein, weil hier alles voll ist.
Er schluckt die nicht. Wahrscheinlich schon irgendwann mal, wenn eins wieder nachrutscht. Wir brauchen mehr Platz. Okay, das müssen wir uns merken. Ich hatte schon ein bisschen so eine Ahnung. Ich habe es auch schon hin und wieder mal angedeutet. Aber wenn das ausgelastet ist, das Netzwerk, dann ist es Vollkatastrophe. Ich will gar nicht da drauf schauen. Wird mir richtig schlecht wahrscheinlich. Obwohl das geht. Obwohl das geht eigentlich. Ich meine, das ist jetzt schnell erweitert. Ich hoffe halt bloß, dass jetzt die MK5-Dinger da sind. So, da oben hängt ein Kabel. Komme ich da hin? Ja. So, dieses Gebäude. Das ist auch schon wie ein Lagercontainer. Das müssen wir upgraden. Da kommen Server oder irgendwie sowas rein. Wir haben sau viele MK1. Ja, das ist voll. Und auch das Förderband ist voll. Das passt. Dann geht das hier auf 0% runter. Der arbeitet gar nicht mehr. Ist ja dumm. Okay. Das müssen wir eh nochmal alles rückgängig machen. Dann früher oder später. Oh. Oh. Können wir das freischalten damit? Nein. Aber das können wir machen. Remote. Keine Ahnung. Ja, wir brauchen jetzt die Kabel, wie schon gesagt, keine Ahnung. Wir brauchen jetzt erstmal Kapazitäten. Also. Die sind halt alle schon voll mit alles mit MK1. Das heißt, ich hau jetzt hier mal die hier rein. Dann tauschen wir die irgendwann mal aus. Der kostet mich jetzt jede einzelne, die ich einlege, 15 Megawatt. Das heißt, das sind 3, 6, 7, 70, 105 Megawatt. Was mich das jetzt kostet. Aber jetzt. Guck mal, haben wir 4168 ungefähr. Hier seht ihr, das haben wir noch Spielraum, was wir einlagern können. Wir machen mal überall, was wirklich bloß von A nach B geschickt wird, auf 1. Passt. Oder? Sehr gut. Dann gucken wir jetzt nochmal zum Zink. Das müsste ja theoretisch jetzt laufen, wenn ich... Scheiße. Obligatorische Fallschaden. Müsste aber jetzt, weil das voll war, ja, ja, ja. Dann flutscht das nicht durch. Dann kommt, dann ist es wie so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Erst. Oder vielleicht gibt es eine interne Priorität, ich weiß es nicht. Ja, aber guck mal, jetzt läuft das wieder durch. Mit maximal halt 360 pro Minute. Mehr geht halt aktuell nicht. Mehr geht nicht. Ich würde aber jetzt halt gerne mal das ein bisschen aufgeräumt haben. Das heißt, wir machen jetzt hier den Sender hin, ganz kurz. Dann ein ganz normales Lagersystem. Kabel. Und ich sehe ja hier oben, jetzt ist genau das Autosave-Zeichen drüber. Ich sehe ja hier oben, was ich eingestellt habe und wie viel drin ist. Und hier ist halt einfach mehr drin. Das wäre noch cool, wenn der, wenn ich jetzt hier einstelle. Ich hätte es gar nicht machen müssen. Moment mal, ich sollte vielleicht das hier machen. Ja, wenn ich jetzt einstelle, dass das schneller an soll, dann geht er von alleine auf 1 runter. So, dann machen wir wieder auf nicht erlaubt. Dann bleibt es auf 1. Hätte ich jetzt gar nicht bauen müssen, gerade was ich gemacht habe. Die Kohle will ich weghaben.
auf 1 runter. Die Zinkplatten will ich auf 1 haben erstmal. Und das hier ist schon auf 1, das pendelt. Das, manchmal ist es halt 1, 2 oder so. Das passt. Gut. Dann war das jetzt ein Schmarrn, was ich hier gemacht habe, tatsächlich. Gut, passt. Und jetzt müssten eigentlich auch wieder die Lotstangen kommen. Eigentlich. Wo war denn der Pfusch? Hier. Wir sind auf 60%, das ist nicht gut, aber er läuft jetzt. Ja. Aber es müsste jetzt perfekt laufen. Es geht wieder hoch auf 64%. Ja, weil das System ausgelastet war. Ich darf hier niemals auf 100% kommen, hier unten. Weil dann ist es so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Dann rutschen die Items so ran, wie es gerade irgendwie ist. Aber jetzt passt es. Ich würde halt gerne noch irgendwie einstellen können, dass ich sowas weg habe. Ich muss es mit anzeigen lassen, aber... Oder es ist im System drin, aber ich würde es mir halt nicht anzeigen lassen wollen. So macht es mehr Sinn. Aber wir haben immer noch dieses Problemchen mit dem Crushed Iron. Was kein Mensch weiß, wo das hingeht. Da wird es wahrscheinlich dann irgendeine kleine Anlage komplett überflutet. Ja, jetzt schaut es hier schon wieder besser aus. Drama, Drama, Drama. ...93%, warum? Weil das ist vollgelaufen, aber warum? Also ich habe mir mit den ganzen... ...polierten Quantenkristall-Dingern, weil ich das so groß gemacht habe, habe ich mir keinen Gefallen getan. Bin ich ehrlich. Ich hätte das klein machen sollen, vernünftig, und dann Step by Step erweitern. Das war zu schnell, zu groß, und das Problem war, es war immer Baupause dazwischen. Es läuft schon so irgendwie halt, aber ja. Gut. Jetzt haben wir natürlich hier eine Sache. Oder auch nicht, ich überlege gerade. Der frisst jetzt die überschüssige Kohle, das ist schon mal gut. Ich mache jetzt einfach, was bist denn eigentlich du geworden hier? Achso, nee, das passt schon. Alles gut. Ich mache jetzt hier... Nein! Ich habe die Dinger nicht dabei, aber die werden hier produziert. Brauche ich aber nicht unbedingt. Muss viel weiter rüber mit dem Ding. Hier so. Passt. So, Förderband. Und hier stelle ich jetzt ein. Ja, was stelle ich denn ein? Ich kann gar... Mir fällt gerade auf. Ach du Scheiße. 375. Wie viel produzieren wir? Ich habe jetzt gar nicht dran gedacht, dass das Netzwerk noch zu langsam ist. Sortiere dann nochmal. Also, wir haben zweimal das zu 100%, das sind schon mal 300. Und dann das hier auf 75%. Halt, was mache ich denn auf 75? Das sind 375, das sind 402,5. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Was ich natürlich machen kann, die hier komplett rauslassen mit 360, mehr geht nicht. Ich kann natürlich jetzt sagen, okay, er soll mir das schreddern. Den Überschuss. Jetzt ist die Frage, schreddert
Dann vernichtet er aber auch das andere, oder nicht? Das andere Eisen, wo auch immer das jetzt ist. Das muss ich rausfinden. Ihr versteht, was ich meine, oder? Ich hoffe es einfach. Also, wir haben jetzt trotzdem ein Problem. Wir haben genau 360. Es kommt zu wenig an, das hätte ich dann doch... Vielleicht müssen wir es doch mit einem Förderband machen. Ja, es ist jetzt nicht allzu weit weg. Das Problem ist nämlich folgendes. 360 reichen genau für 5 Anlagen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann hat... Nee, für 6 Anlagen. Für 6 Anlagen reicht's. Dann habe ich den hier über. Problem allerdings, dann fehlt mir wieder Eisen. Weil hier sind ja bloß noch 57,5 drin oder so. Ja. Mist, das heißt, das können wir gar nicht so machen. Das bedeutet, wir müssen ein Förderband legen. Das ist aber auch nicht so schlimm, das mache ich unterirdisch irgendwie. Das hier rauskommt. Und zwar... Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich keinen Scheiß baue. Hier erstmal. Was soll's. Dann ein normaler Splitter. Nee, hier drüben. So. Weil... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass von da hinten kommen jetzt die... Wie viel waren das jetzt? 300... 402,5. 402,5, das heißt... 360 müssen geradeaus. Der Überschuss geht nach links. Und hier links haben wir einen Überschuss von... Das wird alles sehr, sehr knapp, Leute. Da müssen wir nochmal mit Überschuss arbeiten. Von 42,5. Also hier kommen an. Ich muss mir das aufschreiben. 42,5. Die 5 mache ich jetzt drüben hin, dass ich das ungefähr weiß. 42,5. Bedeutet, wir brauchen noch 17,5 von diesem Förderband. Ganz genau. Also dann kommen hier die 42,5. Und hier drüben 17,5. Dann ändere ich das oben gleich. Minus 17 einfach, das sind wir bei 40. Jetzt habe ich halt so ein bisschen das Problem. Ich kann nicht sagen, dass... Ich könnte es ein bisschen beeinflussen, ja, das kann ich. Aber ich kann es trotzdem nicht genau machen. Wenn ich jetzt hier ein MK1-Band lege, dann kommen maximal... Aber ich will ja, dass hier bloß die 17 kommen. Das kann ich nicht machen. Ohne Mod. Was ich natürlich jetzt machen könnte. Das Lagernetzwerk da anschließen. Dann 1 mm weiter drüben und da einstellen, dass nur noch 17 kommen. Das würde gehen. So, weil ich habe jetzt nämlich keine Ahnung. Wenn jetzt hier ist, auf diesem Förderband ist es ja wurscht. Ja, wurscht ist es nicht. Aber wahrscheinlich kommen hier 30 an und da 30 an. Das ist ja so wie so ein Reißverschlussverfahren. Dann stimmt meine Zahl oben schon gar nicht mehr, die ich gerade eben aufgeschrieben habe. Und dann wird hier weniger verbraucht, als produziert wird. Das heißt, dann staut sich das hinten wieder auf. Es ist ein Drama, Leute. Es ist ein Drama. Aber wir machen es tatsächlich so... Mir fällt jetzt nichts anderes ein gerade, auf die Schnelle. Wie wir das nochmal reduzieren können, ne?
Das ist was Dummes, was ich jetzt gerade mache, aber. Wir kommen zum wassersten Reisenetzwerk, das ihr je gesehen habt. Das Problem ist, die Zeit, was soll's. Ich muss mir mal ganz kurz da ein, zwei solche Dinger krallen. Mach ich mal kurz das Federband weg. Wie viel habe ich? 5 Stück, die sollten erstmal wieder reichen. Ich brauche pro Strommasten immer einen. Das ist natürlich jetzt super dumm. Da merkt man mal, wie abhängig man an Förderbändern ist. So, du kommst jetzt direkt dahin. Theoretisch. Nein, ich muss es so machen. Ich war mir überlegen, ob ich es nur mit dem machen kann. Weil ich kann jetzt hier sagen. Ich habe die Zahl schon wieder vergessen, es ist unglaublich. 17,5. Kommazahl bin ich mir auch nicht sicher, ob das funktioniert. Nächstes Problem. Also ich will, dass du ein Output hast. Ich muss das erstmal einstellen wahrscheinlich. Von 17,5. 17. Vielleicht muss ich Punkt eingeben. Nee, er macht es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht macht das doch. Bloß er zeigt sich an. Aber dann gebe ich lieber wieder Komma ein. Wird schon passen. So, jetzt kommen hier. Ach nee, Quatsch. Schmarrn. Falsch. Falsch, falsch. Ich muss es hier einstellen. 17,5. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Jetzt habe ich natürlich wieder von dem Scheiß viel zu viel da. Nicht so schlimm. Wir stellen jetzt mal das Rezept ein, ganz kurz. Nein, das ist das Falsche. Hier, das hier ist es. So, jetzt sind die... Und es müssten hier theoretisch 17 pro Minute kommen. Eigentlich 17,5. Genau. Und der Rest kommt dann von hier. Es ist halt jetzt ein Problem mit der Kommazahl. Muss ich dann... Ah, ich weiß es nicht. Eigentlich, wenn ich hier sage, es ist erlaubt... den Überschuss zu vernichten. Müsste es passen, oder? Weil, eigentlich wird der Überschuss ja schon hier vernichtet. Dann muss ich jetzt doch tatsächlich ein Förderband legen. Und dann passt es aber. Dann können wir hier sauber nach hinten, dann ist es fertig. Mit dem Eisen. Aber das ist schon krass, oder? Wie weit das entfernt ist. Man könnte wahrscheinlich auch mit sehr viel Splittern da irgendwie runtergehen. Also MK1 Förderband einmal splitten sind 30. Nochmal splitten sind 15. Ja, dann komme ich grob hin. Dann komme ich grob hin, aber auf 17 komme ich nicht. Ja, irgendwie mit Sicherheit. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.